Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu... Nochmal, so. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Monsters. Ich bin der DSD Steve und... Euer Let's Play Retro World. Ja, ich habe ordentlich trainiert und zwar Draglord 12 Level, Eastark und Holm 10 Level. Also jetzt haben wir 46, 40, 40. Lang lebe die Speed-Taste. Ihr seht auch, wir haben kein Gold mehr. Das liegt daran, dass wir gerade mit den Büchern rumexperimentiert haben, um das Wesen zu ändern. Draglord hat dabei gleich ein super Wesen bekommen, Tollkühn. Das ist so das beste Wesen. Eastark war ziemlich kompliziert. Wir haben ihn dann im Endeffekt zuerst normal gemacht und danach schlau. Er wollte die ganze Zeit frech bleiben, fies und so weiter, aber jetzt ist er schlau. An den Movesets hat sich ein bisschen was geändert. Draglord hat Big Bang dazu bekommen, dafür ging Terraflamme raus. Und Gigasword, oder? Nee, das hat er schon gehabt. Bei Eastark kam Gigasword, Blitzer und Big Bang. Dafür ging raus Lichtatem, Terraflamme und Gigablitz. Ja. Ebenfalls bei Holm relativ große Änderungen. Something wurde zu Basu. Also Let's Play World hatte dann recht gehabt, was er vor einem Dreivierteljahr gesagt hat oder so. Außerdem Reihen, Blitzer, Big Bang und Mystic. Mystic ist, glaube ich, sowas wie Metronom vergleichbar. Ja, Blitzer, Big Bang bekannt. Rausging. Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Wir haben Mystic wahrscheinlich bisher noch nie eingesetzt, oder? Ja. Und raus gingen Ruhenebel, Alllicht und Allschutz, genau, richtig. Sind zwar alles gute Attacken, bringen uns aber hier im Kampf einfach nichts. Bei ihm haben wir das den Charakter im Übrigen nicht geändert. Geduldig ist, denke ich mal, für den Heiler schon ganz gut. Und allgemein dafür, dass wir ihn des Öfteren auch für Such haben. Richtig. Sie sagt nicht, wer er ist? Hast du den letzten Spielstand geladen, oder? Ja. Okay, gut. Naja, gegen Monster Master hätte man ruhig verlieren können, da verliert man kein Geld. Und dann ändert sich hier der Spruch, den die Alte rausbringt, von wegen, dass wir ja wissen, wer er ist. Ja. Ach so, ja. Wusste ich gar nicht. Ja klar, wenn du einmal gegen den verloren hast und wieder gegen den antrittst, dann... Ja, dann ist es ja keine Überraschung mehr. Naja, also Lorelei sagt immer noch wieder, dass sie die erste der Top 4 ist. Ja, das war aber auch lazy. Also faul. So, ja, ich denke mal, Lord los, Eastark los und Holmer Versuch. Ja, das klingt ganz gut. Im Idealfall macht er gleich einen Basu. Okay, ist gescheitert. Das habe ich ja noch nie gesehen. Doch, das kann bei dem Schirm generell passieren, leider. Ja, leider reicht der normale Angriff, seht ihr, ist jetzt stark genug, um auch Goldslime Schaden zuzufügen. aber bei vierfach wird ja der Schaden reduziert. Wird wahrscheinlich geviertelt, ja. Und da reicht's halt nicht aus. Also beziehungsweise der Schaden wird... Oh, Mystic. Tja, es hat uns geheilt. Ja. Frage ist, wird es das beim nächsten Mal immer noch machen? Ja, auf jeden Fall, bei vierfach ist es so, genau, die greifen viermal an, aber immer nur mit einem Viertel ihres Angriffswerts. Aber naja, vierfach ist gerade eigentlich schon besser als normal anzugreifen. Ja. Und? Ist das jetzt für immer Heilung oder wie? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wow. Ja. Das war jetzt nicht so besonders clever. Ja. Höllendonner ist gegen uns irgendwie ziemlich gut, kann das sein? Ja, es fühlt sich gut an. Ja. Ich sehe schon, wie das wieder ein Fail-Part wird. Nein! Oh, hier ist losgemacht. Oh, das war dumm. Immerhin taucht Basu auf. Ja, oh Gott. Ja, Lord ist tot. Naja. Aber es ist nicht so schlimm. Das ist ja, der Heilslime, Quatsch. Heilslime. Der Goldslime kann die auch wiederbeleben. Armer Basu ist jetzt tot. Ja. Er konzentriert sich. Dann bin ich dafür, dass Eastark auf passiv geht.
Ja, das können wir für die Runde ruhig machen. Einfach weil es dann halt nicht so hart wird. Hey, cool, er hat angegriffen und wurde auf passiver. Das ist echt ganz schön clever. Ja, dafür, dass er schlau sein soll. Das hat ja gut geklappt. Er hat nämlich gemerkt, okay, er ist zwar auf passiv, aber er kann die Fähigkeit gerade nicht einsetzen und Verteidigung ist ja Schwachsinn. Kann man natürlich so sehen, aber so schlau war es dann doch nicht, würde ich sagen. Es wäre natürlich schlauer gewesen, vierfach einzusetzen. Positiv. Jetzt gehe ich wieder auf passiv bei Lord und bei E-Stark. Wieso? Bei. Ja, mach von mir. Na, aber das Problem ist, würde Holm einfach mal Abfangen einsetzen, wäre es überhaupt kein Problem. Ich gehe jetzt auf Vielleicht musst du Holm nochmal auf Versuch stellen. Na, wobei, wenn er jetzt nochmal Basu beschwört. Ja, okay, gut. Nee, okay, Versuch ist Quatsch, da will er immer Basu beschwören. Und dadurch, dass die Kampfrose Basu immer wieder wegmacht. Naja, aber dafür macht es keinen Konter. In der Natur ist das gut. Dadurch bekommen wir jetzt das Mega-Explo nicht zurück. Warum sitzt der Mega-Explo ein? Ja, der Mega-Explo hat immerhin auf eine der drei. Ja, gegen uns ist es wieder ein bisschen besser. Da kam noch ein Höllendonner. Aber das ist kein Problem, weil jetzt können wir auch wieder los passiv machen. Und die Kampfrose macht nicht unseren Basu weg. Das ist schon... Na, ähnlich was vernimmt diese Big Bang. Was jetzt allerdings nicht ganz so cool ist, wenn die Kampfrose sich... Boah, das hat er ja gegen die Kampfrose richtig fett reingehauen. Ja. Nicht schlecht. Naja. Ja, aber der Höllendonner bringt jetzt... Na, bringt er wen um? Oh Gott, Basu. Basu ist ganz schön schlecht. Aber habe ich mir Basu cooler vorgestellt. Ich wollte gerade schon sagen, kühler. Aber vierfach ist schon echt stark. Ja, vierfach gefällt mir auch sehr gut, vor allem, wenn es nicht gekontert werden kann. Ja. Sehr, sehr schade, dass wir einfach kein Kamikaze reinbekommen konnten. Aber da hätten wir wieder rumfahren müssen und das wäre jetzt einmal von der Zeit her... Ja. Uncool. Das ist sowieso so der perfekte Kampf, wo man einfach so 10 Minuten laufen lässt und dann macht man einfach einen Schnitt und... Jo, jetzt ist die Kampfrose tot, so ungefähr. 10 Minuten später oder 30 Minuten später eher. Jo, das erste Monster ist gefallen. Jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Ja, der gute Eindruck mit unserem Basu weg. Also, wie Mystik funktioniert, Leute, schreibt es mal in den Kommentaren oder so. Weil... Ey, wir haben es doch eben gesehen. Es heilt unsere Deppen. Nee, das hat er aber diesmal nur gemacht. Ich glaube, das macht er nicht immer. Das werden wir nach dem Kampf rausfinden. Aber ja, wenn ihr es wisst, dann schreibt es trotzdem in den Kommentaren. Und ich mache Holm nochmal passiv. Und ich glaube, dass deine Zuschauerschaft im Schnitt so jung ist, um das Spiel zu kennen. Du täuschst dich, ich habe relativ viele... Mit 20er. Ja, genau. Also man sieht auf jeden Fall, laut Google Analytics sind tatsächlich die Dragon Quest Monsters schauen, nicht in der Altersgruppe 13 bis 17. Okay. Das sagt mir zumindest Google Analytics. Aber das ist, glaube ich, verständlich, dass die eher etwas älter sind. Dafür ist das Spiel dann wahrscheinlich auch zu unbekannt. Mega Explo ist so sinnlos. Ja. Ja, Mega Explo ist halt so, bist du ran irgendwie ziemlich cool. Genau. Und vor allem cool gegen das eigene Team. Denn die Hälfte der Endgegner ist ja dagegen entweder immun oder bekommt nur halben Schaden, so ungefähr. Ja. Also es ist gegen normale Monsterhorden echt ganz gut, aber... Hui, die Kampfrose hat aber auch einen ordentlichen Angriffswert. Ja. Die Kampfrose müsste man eigentlich echt mal spielen. Es ist halt wirklich die einzige brauchbare Pflanze. Genau das.
Ich glaube, ich werde die, wenn ich das nächste Mal sogar auch mal mit ins Team nehmen. Das ist halt ja so ein bisschen das Syndrom, was auch Pokémon in der ersten Generation hatte. Es gab keine vernünftigen Pflanzen. Keine Ahnung, ich fand die Pflanzen eigentlich alle ganz cool. Naja, sie haben alle vernünftig... Psychoflor gab es, Darzenia, Giflor... Ja, Psychokinese. Toll, das ist einfach das Argument gegen alles in der ersten Generation. Ja, aber das war genau das Entscheidende. Das war ja das große Problem. Das ist doch aber egal, die erste Generation, die hat man doch sowieso nur im Gameboy-Spiel gespielt und nicht online. Na, aber also wir haben damals richtig auf dem Schulhof so turniermäßig gespielt. Und ich kenne viele andere, ja, aber wir nicht. Die es auch gemacht haben. Und das Problem war, ich habe mir jetzt einen Let's Play zu Blue Kaizo angeschaut. Und da hatten sie dann auch, so kann man sagen, in den Top 4 mit Champ das Problem, dass es irgendwie nur noch 50 verschiedene Pokémon gab in den Top 4. Wow, die Kampfrose ist tot und das... Mega-Leben? Der Goldstein ist ganz schön stark. Ich dachte mir vorhin noch so, ach, es ist echt ganz schön praktisch, dass keiner der Endgegner Mega-Leben kann. Was? Ja, dann haben wir wohl keine andere Wahl, außer irgendwie zuerst diesen Goldstein zu töten. Was? Aber mach einfach weiter. Ich meine, so viele Trefferpunkte kann er gar nicht mehr haben. Ich meine, er heilt sich zwar die ganze Zeit... Okay, gut. Naja, also... Das war jetzt auf jeden Fall unerwartet. Also, ich meine, ich habe das Spiel zumindest schon sehr lange nicht mehr so weit gespielt, dass ich gegen Monster Master antreten konnte, aber... Das wusste ich echt nicht, dass der Mega-Leben... Ja, das ist ganz schön fett, hä? Das zieht den Kampf nochmal ordentlich in die Länge und ich dachte jetzt schon, naja gut, sind wir wohl doch nach 15 Minuten durch. Wow. Zum Glück heilt das nicht die Mana-Punkte. Wobei das, glaube ich, egal ist. Ja. Also bis die Kampfrose mal keine MP mehr hat, das dauert schon echt ganz schön lange. Ich weiß gar nicht, kostet überhaupt Konton MP? Also es gab auf jeden Fall einen Konto, der nichts gekostet hat, aber ich glaube, das ist nicht der. Ich glaube, Konzentrieren war auch null. Konzentrieren ist null, ja. Deswegen ist Konzentrieren ja auch kein Zauber in dem Sinn, ja. Ja. Alter. Ah, das war... Ja, doch, so viel. Wow. Tjo. Naja, also, um vielleicht mal ganz kurz das Thema so bei Pokémon abzuschließen. Es gab eine coole Pflanze, meines Erachtens, also die auch wirklich gut war, das war Kokowai. Ja, schließe, Kokowai gab es auch noch. Also eigentlich gibt es sogar ziemlich viele gute Pflanzen. Na, also eigentlich wirklich richtig gut war nur Kokowai. Einfach weil Psychokinese nicht effektiv ist. Ja, das ist okay, die erste Generation ist aber sowieso noch völlig unbalanciert. Ja, natürlich war die erste Generation absolut unbalanced. Aber eigentlich, um wieder zu sagen, fürs Monster zurückzukommen, Kampfrose ist halt sozusagen, also Pflanzenmonster waren auch hier eher benachteiligt. Es gab halt so ein paar overpowerte, das sind halt Slime und Drachen, da ist sehr viel gut. Was man auch daran sieht, wir haben ja geschaut, welche Monster wir schon gefangen haben. Und bei Drachen und Slime haben jeweils nur zwei gefehlt. Ui, Vakuumwelle? Ja, das ist Mega X. Okay, das war jetzt... Wow. Also ich habe vorhin schon gebaut, dass die Kampfrose ganz schön stark ist, aber klar, es ist ja auch eine Kampfrose. Ja, ja. Kannst du mal für 2 Minuten alleine oder heiser spielen oder einen Cut machen? Ich setze einen Cut. Und hier sind wir wieder. Ja, wir brauchen... Ja, Lord ist tot. Ja. Oder war tot. Zum Glück kann unser Goldslime ja auch mega leben. Aber mega leben hat... Das wusste ich wirklich nicht. Ich wusste es ebenfalls nicht und ich weiß gerade nicht, ob ich es entweder vergessen habe oder ob es mein Team damals einfach immer geschafft hat, zuerst den Goldslime zu töten. Ich meine, den Goldstein töten ist ja schon mal eine solide Wahl. Ich meine, der heilt ja die anderen. Aber... Was kann der jetzt? Er kann den Mega-Leben, Allheiler und was kann er noch? Er kann Mega-Leben, Allheil, ja und... Das ist...
Eine gute Frage, er kann auf jeden Fall nochmal angreifen. Ja, wird noch irgendeine Fähigkeit noch können. Ich bin mir auch recht sicher, dass er noch irgendwas kann, aber ich weiß nicht was. Und das beantwortet auch die Frage, ob der Gottrak meditieren kann. Wie meinst du das? Naja, entweder wir werden es herausfinden, wenn der Gottrak allein... Der kann nicht meditieren, wir haben doch schon mal die Attacken durchgezählt im letzten Part. Ach ja, stimmt, genau, da kann der, ja, genau, er macht ja konzentrieren, Dämon Hieb und Big Bang und... Richtig, vor Dämon Hieb habe ich noch richtig Angst. Keine Sorge, bis der Dämon Hieb kommt, müssen wir noch eine ganze Menge mehr Magiepunkte ausgeben. Beziehungsweise... Ich hoffe zumindest, dass der Slime bis dahin tot ist. Beziehungsweise ist eigentlich das Hauptproblem, dass er konzentrieren plus Dämon Hieb hat. Solange Estark oder Holm lebt, haben wir Mega-Leben. Naja, klar, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Aber so ein Dämon Hieb killt halt auch Holm. Das ist so ein bisschen das große Problem. Ach naja, ich meine, wir sind jetzt ungefähr mit dem Kampf zur Hälfte durch, zumindest was die Magiepunkte von unserem Holm angeht. Also es läuft auf jeden Fall besser als der letzte Kampf, muss man schon mal so sagen, wie es ist. Deutlich besser. Du hast ja auch 10 Level hoch trainiert, also... Aber ihr seht mal, dass wir jetzt selbst mit 10 Level höher irgendwie immer noch hier wirklich kämpfen müssen, ne? Wir haben schon wirklich ein brauchbares Team. Also Leute, ihr müsst euch keine Dinge der Monster machen, aber wenn ihr zu dem Zeitpunkt noch, sagen wir mal, normale Monster habt, die sollten schon Level 70, Level 80 sein. Ja. Also... Weil sind das eigentlich gar nicht die krassen Monster, ne? Also... Naja, der Goldslime ist... Also eigentlich sind die schon alle ziemlich gut. Der Goldslime ist ja sowieso einzigartig. Ja, er ist halt overpowered, ne? Und ich meine, du musst es so sehen. Es sind halt so gesehen ungepaarte Monster mit dem Plus Null, sozusagen. Und dafür sind die ja schon ziemlich stark, auch wenn die wahrscheinlich auch auf Höchstlevel jeweils sein werden. Ja. Also, vermutlich 99 oder so. Das werden wir jetzt immer nicht so das machen. Einfach, ich glaube, wir sollten jetzt immer auf normal gehen. Das kannst du auch machen. Weil wenn die auf normal gehen, außer natürlich mit Heuer an passiv, dann verzichten sie ja darauf, dass sie Blitzer und Co. zu machen und greifen einfach nur an. Ich glaube, du Heuer auch auf normal gemacht. Ja, also ich meine, ja, ja, ja. Ja, ja klar, ich meine, dann greifen sie den normal an und... Ich glaube, dass das hier der Weg zum Ziel ist. Der Vorteil ist halt auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, euer Heiler muss am schnellsten sein. Wer hätte es gedacht? Ansonsten, also ohne das schafft man es ja auf keinen Fall. Jetzt mache ich wieder alle normal. Wir haben ja keinen Schaden genommen. Naja, bisher haben wir sowieso so das Problem, dass wir dem weniger Schaden machen, als er heilt. Wenn wir jedes Mal 70 machen, also wir brauchen für 140, brauchen wir 2 Runden. Und er braucht eine Runde, um das wieder zu heilen. Wie viel heilt denn Allheil? Na, mit 120. So viel? Sicher? Ich guck mal nach, während du spielst. Aber ich glaub's eigentlich schon. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Was hatte ich gerade eine gute Frage? Sag mal, sind vom Gottrak gerade die MP alle? Wenn er schon anfängt, Dämon Hieb zu machen, dann wahrscheinlich schon, oder? Jetzt macht er wieder Höllendonner, also von daher eigentlich nicht. Sehe ich schon kommen, dass wir in den Kampf hier scheitern. Das Blöde ist, du hast mir mal irgend so eine Seite gegeben, wo das alles stand, aber die habe ich mir nicht gespeichert und
Jetzt über die Google-Suche finde ich spontan nichts, wo... Ich dachte eigentlich, dass es 80 bis 90 ist. Ich gucke noch weiter. So in der Drehe. Der Vorteil ist natürlich, dass Allheil relativ viel MP kostet. Und dass ja eigentlich auch mal seine MP ausgehen müssten. Das Problem ist nur, dass wahrscheinlich dann auch unsere MP aus sind. Also langsam kommen wir in den gefährlichen Bereich. In den sehr gefährlichen Bereich. Nur 165. Nee, ich finde jetzt gerade nichts. Also, ich weiß nicht, ob es 90 sind oder 120. Wir werden es ja dann demnächst herausfinden. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir so Probleme bekommen. Wir haben ja nur ganz kurz angetestet, ob wir Goldschleim Schaden machen. Und ich dachte eigentlich, dass das auf jeden Fall reichen wird. Also ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir immer noch zu schwach sind für diesen Kampf. Also, ich wusste, dass er nicht einfach wird, der Kampf. Ja, aber ich dachte sogar, dass wir mit dem Team davor sogar Chancen gehabt hätten. Also mit dem Level. Tja, wir überschätzen uns einfach und ihr seht schon, Dragon Quest Monsters lässt sich einfach nicht abschließen. Es wird wahrscheinlich nie dazu kommen. Ja, ich sehe schon. Part 890. Okay, wir schaffen ihn jetzt. Ich meine, das einzig Gute ist, während er die Monster trainiert hat, hat er noch ein paar andere gefangen. Ja, wodurch sich zumindest das, die eine Aufgabe ein bisschen hat vervollständigen lassen. Genau, genau. Also, wenn wir es jetzt wirklich nicht schaffen sollten, dann, ja. Ihr könnt ja wirklich mal eure Erfahrungen mit dem Kampf hier reinschreiben. Also, habt ihr den damals direkt gepackt, den Kampf? Oder ich glaube, den Kampf, den haben nicht viele Leute direkt gepackt. Denke ich auch nicht, aber... Das ist schon ein richtig knackiger Kampf. 735 Schaden durch Dämon Hieb. Der ist halt super fett. Alter. Und die sind auch alle stärker als unsere. Selbst der Goldslam von denen ist richtig stark. Boah, das ist echt heftig. Was soll man dazu groß sagen? Also, Wahnsinn. Zum Glück hat Holm so defensiv gehabt, weil ich weiche da halt häufig aus. Ja. Das ist... Und da ich das Dämonenhieb ja generell noch eher eine schlechte Treffchance hat. Das ist so... Ich kann Rosa gerade volle HP. Das muss man nicht so sagen, oder? Es ist halt ein bisschen schade, dass unser Holm nur einen Schadenspunkt macht. Aber ich muss... Die müssen nochmal 10 Level rauf. Wenn die nochmal 10 Level rauf sind, dann machen die dann direkt 100 Schaden und... Ich muss aber auch sagen, ohne Megaleben hätten wir es geschafft. Ja, auf jeden Fall hätten wir es ohne Megaleben geschafft. Also... Dann würden wir jetzt nur noch einem einzigen Monster, wenn überhaupt, gegenüberstehen. Ja, also ich meine, damit haben wir aber auch nicht gerechnet. Das ist wirklich Megaleben. Das ist wirklich heftig. Man ist also wirklich gezwungen, den Goldslime umzubringen. Und das heißt, wir sollten für den nächsten Part auf jeden Fall die Monsterzähne hochbringen und dann erstmal nur mit normal am besten im Angreifen, damit wir den Goldslime wegbekommen. So sieht's aus, denn ich meine, so clever ist unser Team jetzt erst auf den Goldslime zu gehen. Ja. Ach, oder party einfach Monster, das Kamikaze kann und trainierst auf Level 50. Wir bekommen das mit diesem Team hin. Ich würde sagen, um den Party jetzt aber nicht noch länger zu ziehen. Kartik an der Stelle, Monster Master, du hast ein zweites Mal gegen uns gewonnen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Ich war DSD Steve und... Euer Ash Ketchum, Let's Play Retro World. Ciao.